Hallo Freunde, Modellbahnkumpels. Ich war ja erst eine Weile nicht da. Aber ich dachte mir, ich melde mich mal ganz kurz bei euch. Weil ich habe zurzeit wirklich ganz andere Sorgen als Modellbahn. Also, das kann man keinem erzählen. Heute kam der nächste Hammer, oder? Hättest du mal einen Briefkasten gelassen? Ah, nee. Deswegen mein Vermieter. Schon wieder eine Mieterhöhung. Aber egal. Deswegen habe ich mich jetzt nicht gemeldet. Ich wollte euch bloß noch schnell die Informationen oder ich wollte euch nur die Informationen geben, dass die Woche meine Arbeit losgeht. Also morgen. Deswegen werde ich dann nachher gleich ins Bett gehen. Aber ich habe mich deswegen noch gemeldet, weil ich mich bei zwei Leuten bedanken möchte. Und das ist einmal der Patrick Schmidt. Der macht ja auch Modellbahn. Hat auch einen eigenen Kanal. Und einmal bei. Na, jetzt hat er den Namen vergessen. Gott, bist du bekloppt. Marco Zimmer. Ja, ihr habt richtig gehört. Marco Zimmer. Ich bin ein bisschen durch den Wind, weil. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, Geld zu organisieren für meine Anlage. Bisschen was habe ich schon zusammengekratzt. Aber nachdem das jetzt hier mit der Mieterhöhung ist wieder, da hat man gar keine Lust mehr weiter zu bauen. Muss ich ehrlich sagen. Man hat einfach keinen Bock mehr weiter zu bauen. Weil sollte ich jetzt wirklich die Wohnung verlassen, muss ich alles wieder kaputt machen. Das ist das Problem. Ich muss alles wieder zerstören, was ich geschaffen habe. Ja, wird wohl nichts anderes gehen. Ja, und dann habe ich halt jetzt ein paar meiner Radios bei eBay angeboten. Ihr habt das ja sicherlich jetzt gemerkt mit den Videos, die ich jetzt gemacht habe zuletzt. Das war alles für eBay und für meine Boombox-Freunde. Bei Boomboxerie und Stereo to go habe ich ja vor 10 Jahren auch schon alles gemacht, bevor ich Modellbahn gemacht habe. Und bei denen habe ich mich jetzt einfach mal wieder gemeldet. Und deswegen halt gab es jetzt erstmal keine Modellbahn. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was ich gekriegt habe. Von Patrick und von Marco. Das ist einmal diese wunderschönen Endstutzen oder Blindstecker oder Blindstutzen. Da habe ich jetzt mehr als genug davon da. Also jetzt brauche ich wirklich keine mehr. Die werde ich dann eben in die Drehscheibe integrieren. Dann habe ich noch von Patrick bekommen dieses schöne Haus. Mit Holzpaletten. Und dann habe ich noch bekommen von Marco den hier. Da liegen noch ein paar Antriebsriemen von meinem Rekorder. Das ist nämlich mein zweites Hobby. Alte Ghetto Blaster restaurieren und wieder in Stand zu setzen. Und das ist eine Schweinearbeit, kann ich euch sagen, Leute. Eine Schweinearbeit. Das ist im Gegensatz zur Modellbahn eine Drecksarbeit. Man sieht aus wie das Schwein. Vor allem, weil sich ja immer dieses Zeug hier auflöst, diese Riemen und das alles. Also, das ist wirklich ekelhaft. Aber es muss gemacht werden, wenn man damit Geld verdienen will. So, gut, nochmal. Also, den habe ich ja bekommen. Den Halberstädter mit DB Keks. Dann eben, wie gesagt, die Blindstutzen und das Häuschen. So. Was jetzt geplant ist, wenn das morgen alles gut geht und mein erster Arbeitstag, da kriegen wir ja die Klamotten und so weiter, werden wir bestimmt ein bisschen eher gehen können, denke ich mal, werde ich mich dann auf den Weg machen zu bestimmten Geschäften und werde dann Zeug organisieren. Einmal diese Unterlagen hier, wie ich das letzte Mal ja schon gesagt habe, wie die da hinten sind, unter die Gleise. Dann werden die Gleise ausgetauscht, eine Dreifachweiche. Habe ich organisiert eine, die wird mir aber erst zugeschickt. Deswegen wird erst einmal bloß der Abschnitt gemacht, wo, na, sag schon, ah, Jens. Ihr seht, ich bin total durcheinander. Wo die neuen Flexgleise reinkommen. Genau. Dann wollte ich ja da hinten dann anfangen zu schottern. Aber ich habe immer noch keinen gescheiten Schotterkleber. Das, was ich probiert habe, das lasse ich lieber bleiben, weil es hat Fleckenbildung gemacht und da habe ich das gleich alles wieder
Vergessen. Also das muss wahrscheinlich ganz genau dosiert sein, sonst bringt das nichts. Weil der Schotter hier, der ist so empfindlich. Und wenn es dann falsch dosiert ist, entstehen Flecken, genauso wie da oben. Das ist so der Grund, warum diese Flecken hier oben passiert sind. Das Gelumper von noch ist einfach nur Dreck und hat Flecken verursacht. Das seht ihr ja nur selber. Deswegen hole ich mir diesen Heki-Schotterkleber. Da sind jetzt drei Flaschen organisiert. Die hole ich morgen ab. Und dann fange ich in der Woche an, wenn ich die Zeit finde, was zu machen. Also ihr seht, ich bin noch nicht tot, sage ich mal, was Modellbahn betrifft, oder kein Bock mehr auf Modellbahn. Es ist einfach jetzt zur Zeit ein bisschen schwierig mit Modellbahn, weil eben das Geld fehlt und die Zeit. Und das hier unten, das braucht richtig Zeit, das kann ich euch sagen, Freunde. Da seid ihr nicht nur mit einer Stunde dabei, sondern diese ganze Kiste zu restaurieren, das bringt schon einen halben Tag. Und das habe ich jetzt bei drei Kisten gemacht. Zwei sind ja jetzt noch bei eBay drin. Ich hoffe, dass sie ein bisschen Geld bringen. Und es tut sich jetzt selber mir ein bisschen leid, dass ich die jetzt weggebe, meine schönen Boomer. Aber wenn man Geld braucht, was willst du machen? Und von meiner Eisenbahn gebe ich nichts mehr weg. Oder von meiner Modellbahn. Dann kommt dann eventuell morgen noch ein schöner Zug. Das wird aber nicht verraten. Bin gespannt, ob der hier fährt. Der ist aber auch bloß auf der Durchreise und wird dann wieder abgegeben. Also es ist zwar meiner, aber den gebe ich wieder ab. Den habe ich einfach nur organisiert, damit ich mir was anderes dafür holen kann. Gut, das war's dann erstmal von mir. Nochmal vielen Dank an Patrick und an Marco für die Blindstützen, das Holzchen und den Waggon. Bei der Marco, der kriegt ja dafür ein paar Häuser von mir. Die schicke ich dann auch am Mittwoch los. Ich muss ja morgens mal Luftifolie holen. Und dann sehen wir weiter. Also tut mir leid, dass ich jetzt auch nicht zum Fahren hier vorbereitet habe oder was. Es wollte noch einer ein Wunschvideo haben. Und zwar wollte einer einmal die Blödmilla und den Interregio. Das habe ich schon vorbereitet. Da ist jetzt noch ein Wagen dazugekommen. Kinderland ist abgebrannt. Ja, das sind jetzt also 7 Wagen. Und dann wollte er im Gegenverkehr die Class 66 von Tabol. Problem ist ja, und das wisst ihr ja alle, die Geschwindigkeit. Die Tabul, die fährt ziemlich langsam und unsere Tricks hier, die wird dann einfach zu schnell. Dann wird aus dem IC ein ICE oder sogar noch schneller. Und das ist natürlich nicht möglich. Ich werde mir was einfallen lassen, dass ich das irgendwie drosseln tue. Ich weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht mal Widerstand einbauen oder so bei der Ludmilla. Aber das hat alles Zeit. Und zurzeit habe ich einfach keine Nerven dafür, auch nicht was das Bauen betrifft. Ich will versuchen, was zu machen mal wieder. Aber das ist jetzt wirklich zurzeit einfach durch den Brief, den ich jetzt noch gekriegt habe von meinem Vermieter, habe ich überhaupt keine Nerven mehr dafür, ehrlich. Deswegen habe ich jetzt die letzten Tage auch nichts mehr gemacht. Weil, ja, so ist es nun mal. Es gibt halt auch andere Dinge als Modellbahn und wenn es einfach eben nicht gut geht und wenn man einfach keine Nerven dafür hat und einfach keine Geduld, weil immer irgendwas ist, dann geht es einfach nicht. Man muss gute Laune haben und man muss auch Bock drauf haben und die hatte ich jetzt in den letzten Tagen einfach nicht, weil ich, wie gesagt habe, ihr habt es gesehen, was auf dem Fußboden liegt. Und danach hast du dann einfach keine Lust mehr noch an der Modellbahn zu bauen, wenn du mit den Dingern fertig bist. Glaubt man das, das ist. Naja, ihr seid ja eh keine Fans von sowas. Brauche ich nicht drüber reden. Aber ich bin ja schon seit 20 Jahren in der Szene. Oder sagen wir mal, fast 20 Jahren. Hab dann halt mit Modellbahn angefangen. Ich kann ja auch mal im nächsten Video noch ein paar alte Fotos von mir noch mit hochladen, damit ihr mal seht, wie es mal meiner Bude ausgesehen hat, bevor die hier da stand. Da dachte der, denkt er dann bestimmt hier, oh, was ist das? Schrotthändler oder was? Ja, da war ja alles mit Ghettoblastern zugepflastert. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ja. Wie gesagt, ich werde versuchen, in der Woche was zu machen. Ob es mir gelingt, werden wir dann sehen. Wenn das alles geklärt ist, was ich jetzt für Probleme habe. Ich bin ja froh, dass es morgen mit der Arbeit klappt. Und darum sollte ich eigentlich gute Laune haben, habe ich aber leider nicht. In dem Sinne, Freunde, hier nochmal die Larve. Meine Zähne. Ja, die sind so wunderschön gemacht. Hat ja mal jemand geschrieben. Nee, sind sie nicht. Schöne Woche für euch noch. Und da bin ich jetzt erstmal weg.